Und herzlich willkommen zu Test der Apps. Wieder mit V-Lord Shelter. Ja, beim letzten Mal hatten wir eine riesenlange Folge. Da hatten wir noch zum Schluss einen Raider-Überfall. Den wollte ich natürlich noch mit euch machen. Aber ich werde mich heute kurz und knapp halten. Denn Test der Apps soll ja eine Reihe werden, die nicht zu lang dauert, weil Apps zu spielen ist immer eine langwierige Sache. Wie man sehen kann, also zur letzten Folge hat sich nicht viel verändert. Es basiert auch auf Langzeitspiel. Und so kleine Videos zwischendurch, so zwischen 5 und 10 Minuten, finde ich ganz okay für diese Serie. Kurz und knackig, beim Brötchen würde ich ganz beider sagen. Ich habe meine beiden Ödlandkämpfer wieder. Denn die guten Herren sind mir im Ödland verreckt. Und ich glaube, irgendwo habe ich das hier gemacht. Da hat er gesagt, da, ich lebe wieder, das war um 4.08 Uhr und er ist wieder um 6.13 Uhr wieder hier rausgekommen. Jetzt haben wir ein bisschen etwas später, er ist auch noch ein bisschen mit Radiation, also es hat nicht geholfen, das zu machen. Er war nicht so weit unterwegs, weil er ja gestorben ist, aber wir haben Waffen gefunden, eine Pistole bzw. ein Luftgewehr, was ich gern verkaufen würde. Und hier unten haben wir einen Hemd-Schlafanzug. Ödland-Outfit. Ein Jagdwind ist wieder gut und ein Raider-Outfit. Das ist super. Das heißt, wir werden sammeln beide. Auch sammeln. Verkaufe Waffen oder Outfit abgeschlossen. Habe ich doch gar nicht verkauft. Und was ich gerne machen würde, ist die Vault-Tür verbessern. Was sie natürlich jetzt macht, weiß ich nicht. Hat jetzt ein gesagt. Ne, das ist ja dieses Ding, was da hinkommt. Das kostet immer die Verbesserung. Können wir nochmal? 2000 ist natürlich hart am Limit. 1500. Ich wollte irgendwas noch erhöhen. Ja, genau, Generatoren. Denn hier oben, die Essensproduktion ist relativ schnell, wenn man dauert nicht lange. Also wenn wir gleich mal hingucken, wenn die sich mal aktualisiert. Und dann werde ich mal jetzt schauen. Oder müsste gleich sich in 10 Sekunden aktualisiert er sich. Alles klar. Lange. Warte, wie macht halt 10 Essen in einem guten Durchschnittstempo. Macht wieder in einer Minute wieder neu Essen. Das heißt, jede Minute bekommen wir 10 und alle, glaube ich, 4,5 Minuten bekommen wir nochmal 8. Das gleiche ist hier unten auch. Da ist auch immer das Rein- und Rausgeschaue. So. Jetzt würde ich mich aber mal mit den beiden Jungs bei ihm dahin tümmeln. Warum hat er den denn? Wie geht Oma da wieder rein? Ich will den dahin ziehen. Ich brauche ich doch da unten. Du musst auch Strom mit produzieren. Aber ich habe 6 bei dem Generator. Hier wird noch ein zweiter Generator kommen. Ja. Und dann wollte ich ja das Diner hier oben noch vergrößern, damit die beiden ein bisschen schneller arbeiten können. Ich das Diner hier unten abschalten kann. Vorerst. Wenn da nichts los ist. So. Ausrüsten. Habe ich eine bessere Waffe? 7 bis 8, 0 bis 2. Okay, da haben wir nichts. Ausrüstung, Voltanzug. Okay. Da haben wir schon wieder Essen. Aber ihr seht, es geht relativ fix. Ach ja, ich bedanke mich an Bethesda. Ich weiß nicht, wie die drauf gekommen sind oder es durch Zufall über Google war. Und ich bin ja gar nicht so ein großer YouTuber. Habe ich 4 Boxen bekommen. Habe noch eine zusätzlich bekommen. Das heißt, wir haben 5 Boxen gratis. Beziehungsweise eine durch eine Quest. 4 geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwie oder es einfach nur ins Spiel drin war, aber es ist natürlich ganz nett. Das heißt, sowas hier hat man dann halt umsonst bekommen. Das heißt, wir werden mal Boxen öffnen. Ödland Sanitäter, das ist super. Kronkorken, 500 Stück, wow. Nahrung, 50 Stück ist super. Oh. Eine T60F Power-Ausrüstung, das ist super für einen Ödland-Besitzer. Nächsten Karten. Okay. Verkaufen wir. 100 Kronkorken sind immer super. Oh, Charles, guck. Der gute Herr kann bei uns in die Sanitäterstation oder in den Generator oder ins Lager. Also der ist ein ganz vielfältiger Mensch. Oh.
1 bis 4 ist gut. 100 Koko, sauber. 50 Energy, haben wir ein bisschen aufgefüllt. Und nochmal einen, der in der Klinik arbeiten kann. Sauber. Klinik, Restaurant. Top. Anwärterrobe, die kennen wir. 100 Kronkorken, also Kronkorken haben wir auf jeden Fall jetzt gut bekommen. Sinbex, immer gut fürs Ödland. Wow, nochmal 500 Kronkorken. Okay, nochmal die letzte Truhe. Energie, sauber, für den Vorrat. Abgesiegt schon für den Top fürs Ödland. 100 Kronkorken, wir sind reicher, Mensch. Robust Ödland, Klamotten. Nee, ist Lager. Sauber, ich bin glücklich. Da kommen unsere Herren, das war der... Genau, das war der mit I, den ich da reinschieben werde. Und den auch mit I. Eventuell in die das neue Gebäude reinstecken werde. Wir haben Auralio-Studio, lockt neue Ödland-Besitzer. Alles klar. Ich würde aber gerne das bauen. Das würde ich gerne dahin bauen. Genau. Wer ist denn jetzt von euch besser? Der hat fast im Vollanschlag. Okay, die haben beide fast voll. Super. Das heißt, wir können eigentlich 50-50. Ja gut, Redway kann er immer bauen. Ja, müssen wir nur bei denen jetzt schauen. Ich schau mal jetzt, was ich hier verkaufen kann. Lager. Haben wir zweimal. Die können wir zu Gold machen. Zu Kronen gucken. 1 bis 3 ist okay. Outfits haben wir noch. Die können wir verteilen mal, die Outfits. Vielleicht finden sie. Was haben wir denn hier noch an? Machenschaften. Halte 4 Unfälle aus. Das mache ich nebenbei. Sammel 100 Wasser. Die kriegen wir relativ schnell. Okay, wir können hier das Tempo nicht erhöhen. Wie sieht das Tempo denn hier aus? 18%. Das erhöhe ich einmal. Sauber. Prozent lassen wir mal. Aber der kriegt eine Pistole, damit er geschützt ist. Der hier unten hat auch schon Ausrüstung, bekommt auch eine Pistole. Da habe ich schon mal die beiden vergeben. Ja, machen wir die abgesägte Schrotflinte. Müssen wir ein Stinpack oder Reduation? Okay, machen wir mal so. Dass der vielleicht super rankommt. Oder wieder ein bisschen. Er ist natürlich fröhlich. Das ist super. 3 ist also Stärke plus 3. Das ist natürlich super. Aber der macht nur. E macht der noch zusätzlich das Lager. Okay. Okay, okay, okay. Das ist jetzt gar nicht gut. Muss ich natürlich überlegen. Oh, warte mal, da oben ist wieder... Also eben könnten wir aufs Lager machen. Wir bräuchten noch was für die Wasserzubereitung. Das heißt, wir bräuchten was mit erhöhtem P. Ah, P und L. Mehr Glück bei Tempo. E ist Lager. Oh, Wasser kann wieder gemacht werden. Sauber. Ich bräuchte, wie gesagt, was mit... Hier haben wir 5... Hier haben wir Lager. Das ist Lager, Lager. Hier haben wir... Baracken und Restaurant. Die haben beide ein Outfit, ne? Hier, der hat noch nichts. Dann nehmen wir doch hier... das doch. Guck mal hier, bitte sehr. Kann ich dir eine gute Rüstung anbieten? Du hast jetzt momentan die. Du wirst aber vielleicht die eher gebrauchen können. Das heißt, die beiden Jungs sind eigentlich für den Außenkampf bereit... 62% wieder, das heißt, er steckt auf jeden Fall. Ach ja, oben habe ich wieder ein kleines Kind an der Stelle. Das heißt, unsere Vault vergrößert sich immer mehr und mehr. Und alle steigern sich nach und nach. Das ist super. Schicken wir mal euch beide ins Lager. Da kann ich euch irgendwo verbessern. Ne Generator, da habe ich alle 4 drin. Oh, jetzt fährt das Kind gerade. Habe ich gar nicht geachtet, dass das da war. Ja, Wasserzubereitung könnte der eine gehen. Und
Der könnte ja gut ins Lager, alles klar. Also macht sich das alles gut da unten. Jetzt haben wir noch eine Jagdschrotflinte. Und das Lager. Wir geben mal vorsichtshalber den Leuten mal doch Klamotten hier, dann geben wir denen mal dit. Okay, es passt eindeutig da rein. Und hier geben wir die Gefechtsausrüstung. Alles klar, dann sind die auf jeden Fall. Wir haben ein paar von diesen neuen Spielen, da können wir doch hier. Ja, genau. Jagdflinte. Beste für die Welt für 10-Jährige. Eine ordentliche Waffe, um gepanzerte zu töten. Die kennen wir ja. Abgesägte Schrotflinte. Die bevorzugte von Ödländern. Ja, macht auch guten Schaden. Gehärtete. Okay, jetzt haben wir noch Outfits. Ödländer hat viele Taschen für Verbände und Schmerzmittel. Jetzt macht gerade mein Hund ein bisschen Terror draußen. Schützt gegen alles, was das Ödlein ausspuckt. Bin dabei. Professoren-Outfit kennen wir ja. Moment. So. Oh, guck mal, so ein Ding ist schon fertig. Wie lange dauert das denn? 4 Minuten? Das ist relativ okay. Ja gut, die Folgenlänge haben wir schon wieder erreicht. Ich würde sagen, ich mache jetzt ein bisschen weiter nebenbei. Und würde sagen, hoffentlich hat es wieder gefallen. Teste Apps. Also wenn ihr Apps habt für mich, die ich gerne antesten soll, sagt's Bescheid. Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann können wir so ein System machen. Trash, also Top oder Trash. Und dann sehen wir halt weiter. Alles klar, bis dann, euer Flash-Shooter. Tschüss.